Willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 mit Italien und meinem ehemaligen Gebieten. Und ich verstehe es überhaupt nicht, was das soll. Und immer noch nicht. Ich reg mich immer noch drüber auf. Wie so ein kleines Schulmädchen. Wie so ein kleines Kind auf der Schule, in der Schule, meinte ich. Ich will jetzt hier nicht was gegen Mädchen sagen. Gibt es wieder richtig Ärger. Ist die Frage. Äthiopien. Das gehört ja irgendwie zu mir hier, ne? Ach, ich weiß nicht. Ich habe auch irgendwie keinen Bock, mich darum zu kümmern gerade. Sei euch ganz ehrlich, irgendwie geht es mir alles am Sack. Irgendwie geht es mir alles am Sack. Militärfabriken oder was? Oh, das ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Verbesserte Medium-Tank-Chassis sind verfügbar. Machen erstmal das. Und hier oben haben wir jetzt dann auch endlich mal soweit alles aufgeräumt. Ich würde irgendwie noch gerne Belgien den Krieg erklären, weil ich hätte irgendwie Bock, den in die Fresse zu polieren. Fragt mich nicht warum. Socialist Republic of Great Britain hat kapituliert. Genauso wie die Türkei. Die jetzt auch gleich kapitulieren wird. Wie stark ist eigentlich die Armee noch von denen? Naja, schon noch ein paar Millionen Mann, ne? Also es ist nicht so, dass das Kindergeburtstag ist. So gerne ich es auch sehen würde. 1,7% von 265 Millionen Non-Core-Bevölkerung. Das ist halt auch genau der Grund, warum wir hier eigentlich auch relativ viel Manpoints bekommen. Weil wir jetzt langsam auch wirklich geschafft haben, uns hier da gut hochzuarbeiten. Si, signore. Si, signore. Kurz dorthin. Gucken, dass wir die Deutschen da loswerden. Frankreich hat auch kapituliert. Da zieht sich die Schlinge langsam immer enger. Die Embargo mich. Allein dafür gibt es auf die Fresse. Allein schon für diese Frechheit, ein Embargo gegen mich aufzudrücken. So, was wir jetzt hier machen. Starten nochmal alle auf dem 7 gegen Deutschland. Weil die haben sich in einigen Fronten echt verausgabt. Forza, forza! Da bin ich positiver Dinge, dass wir schaffen, dass wir die da wegpushen. Ansonsten einmal hier und einmal dorthin bitte. Iran hat kapituliert. Und dann haben wir jetzt hier auch gleich die verbleibenden türkischen Gebiete. Mit all den Truppen. Kurz Unterstützung von der Küste aus, auch wenn es keinen Sinn macht, über See anzugreifen, aber egal. Das war's. Die sind wir komplett los, die sehen wir auch nie wieder. Gleiches Schauspiel hier unten. Pronto einmal hoch. Da kann ich nicht oben mal die Fronten neu organisieren, die gehen mir auf den Sack gerade. Lithuania, Tschechien, also die kapitulieren irgendwie alle schon. Tibet hat auch kapituliert. Für Polen wird die Luft auch schon immer enger jetzt. Und wir können in der Zwischenzeit mal die Zukunft der Fliegertechnologie erforschen. Lithuania hat kapituliert. Jetzt geht's schnell. Jetzt geht's ganz schnell. Scheinbar. So, den kann man noch den Krieg erklären. Fragt mich nicht, warum ich das mache. Ich habe das dringende Bedürfnis, Belgier zu besetzen, meinte ich. Logistik Wizard ist eigentlich, wie ich finde, ein sehr, sehr wichtiger Skill. So, stoppt man das Ganze jetzt hier trotzdem wieder? Ist ja so, wer seid ihr denn überhaupt? Ihr seid da, ihr seid da. Du bist da unten. Einmal alle hoch, bitte. Pronto, signore. Pronto, pronto. Okay. Belgien hat gerade. Okay, das ging schnell. Muss ich gestehen.
Ich könnte jetzt dann direkt den ultimativen Krieg anfangen und den anderen auch noch in den Rücken fallen, aber mache ich jetzt nicht, habe ich gerade keinen Bock drauf. So, pass auf. Machen das jetzt. Weiß ich noch nicht genau, wie wir das jetzt machen. Das Problem ist halt auch, ich weiß halt nicht. Wir schauen mal. Okay, pass auf. Ihr übernehmt das hier. Bis dahin. Ihr übernehmt das hier. Einfach eine geordnete, hübsche Front haben. Ohne großes Hickhack. Alle Einheiten reinbringen. Und ja, es kann jetzt passieren, dass wir noch ein paar Gebiete verlieren. Das ist ganz normal bei Frontverschiebungen. Die Deutschen haben uns... Ja, fast. Nee, wir haben den Deutschen mehrfach das zugefügt. Sehr gut. Jetzt fehlt es mir leider auch noch an Waffen. Hab nicht gedacht, dass mir das mal passiert. Support Equipment hingegen sieht etwas besser aus wieder. Artillerie ist eh immer ein Problem. Flugzeuge würde ich nicht aufhören zu bauen. So. Machen wir mal so. Mal schauen, wie es weitergeht. Was ist hier die aktuelle Sache? Reparaturen vor allem. So. Train Irregulars. Ich finde das immer schön, dass wir die ganze Zeit irgendwelche Truppen rekrutieren können. Auch wenn es mir nicht allzu viel bringt, ne? So. Front stabilisiert, so wie es ausschaut. Außer hier im Süden, da haben wir auch ein bisschen Gebiete wieder verloren. Na, ich sehe, dass deutsche Truppen keine Aufträge haben. Anfängerfehler. Irgendwann werden sie schon auch lernen, ihre Truppen ordentlich einzusetzen. Warschau ist auch weg. Und wir beginnen mit unseren nächsten Offensiven. Schaut die Luftwaffen technisch aus. Katastrophe, ne? Wie hart umkämpft das hier überall ist. So, da oben ist jetzt eigentlich alles weg. Aber die deutsche Front erweist sich schon als relativ stabil, weil wir hier ganz gut durchkommen in den Gebieten. Und jetzt endlich mal wieder ein bisschen Platz für Fabriken haben. Ein paar Militärfabriken bauen. Hatte ich ja vorhin schon angekündigt, dass es mal an der Zeit ist, ein bisschen was für die Army zu tun. Einzige, was mich jetzt wieder traurig stimmt, wir werden später bei den Friedensverhandlungen eh wieder einen Großteil unserer ganzen Gebiete hier verlieren, die wir uns so mühsam und rechtmäßig erarbeitet haben. Hier noch irgendwas jetzt? Masters of the Aegean. Ah ja, komm. Mach mal halt mal. Ah ja, jetzt kommen wir gut durch. Jetzt überrennen wir sie. Die Schlagkraft italienischer italienischer Truppen ist ungebrochen. Gute Offensivwerte an sich, ne? Na gut, man darf jetzt nicht vergessen. Wir haben 278 Soft Attack in der Infanteriedivision. Unsere Panzerdivision an sich haben auch nochmal 143, aber vor allem 121 Breakthrough. Ist nicht schlecht. Und neue Divisionen nehmen den Dienst auf. Wohin auch immer. Plopp. Einmal kurz das nochmal machen, weil ich nicht genau weiß, ob das jetzt noch alle hatten. Und dich schicken wir dort mit hin. Was ist das denn hier eigentlich, wenn ich fragen darf? Achso, naja gut. Ich verstehe. Das ist irgend so ein Hexenwerk. Zur Offensive wieder stoppen. Einfach damit wir ein bisschen entspannen können. Wieder Truppen auffüllen, regenerieren. Bessere Panzer mal erforschen, ganz nebenbei bemerkt. Eieiei. Ja gut, jetzt fehlt es natürlich richtig krass. Trucks können wir eigentlich mal aufhören zu produzieren. Wartrains brauchen wir auch nicht mehr so viele. Ich produziere und produziere den ganzen Tag und ich brauche das ganze Zeug gar nicht mehr.
Würde man es denn hier schaffen, ein paar Leute mal einzukesseln? Eventuell. Si, Signore. Okay, das klingt doch gut. Von zwei Seiten. Leider hat Deutschland Luftüberlegenheit. Es gibt doch Quick Deploy, ne? Close Air Support. Warte mal, was? Click to add planes for quick deploy. 1, 2. Okay. Ah. Schon ganz cool. Stop mit. Nee, gefällt mir. Gefällt mir schon. Ich muss natürlich noch Aufträge geben. Das habe ich jetzt vergessen. Okay. Schauen wir mal. Das sieht schon besser aus jetzt, ne? Aber an sich, das mit diesen Quick Deploy ist cool. Das ist, erspart viel harte, nervige, langweilige, ätzende, nervtötende, unnötige Arbeit. Ja, die Sowjets werden sich das meiste leider snacken. Außer wir gehen jetzt Operation Never Give Up and Never Surrender ein. Greifen quasi so lange an, bis wir einfach allein schon aufgrund der Anzahl der Verluste irgendwie auf Platz 1 sind. %40, sehr gut. Dass irgendwie an den Sowjets vorbeischaffen würden, das fände ich sehr Premium. Der Push läuft, meine Freunde. Der Push läuft. Polen ist Geschichte. Nicht durch mich. Leider. German Tschechoslowakia hat kapituliert. Wir haben es ein. Okay, die Russen sind gleich geblieben. Nur wir haben nochmal 1% dazu bekommen. Jetzt mal kurz ein Military Access bei euch, bitte. Jetzt müssen wir irgendwie noch unserem. Das hier kümmern. Bevor mir das hier kollabiert. An der Seite. Ha! 43%, sehr schön. Das sieht gut aus. Nach kurzen, harten Kämpfen wollt ihr mich alle verarschen. German Britain ist jetzt auch noch Major geworden. Wisst ihr, das ist so die Sache, die ich einfach nicht verstehe an dem Spiel, ne? Es ist einfach unnötig, German Britain jetzt so eine Major zu machen. Die haben weder die Truppen noch sonst irgendwas. Eine Flotte von 30 Schiffen haben sie noch. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist einfach nur Schikane. Reine Schikane. Provokation. Jawohl, beide 43%, sehr schön. Dann wirst du es noch schaffen, German Britain zu erobern. Das wäre schon sehr juicy. Ah. Land Combat Damage. Land Combat Damage machen wir deutlich mehr Schaden als die Sowjets aktuell zum Beispiel. Und das ist ja auch eine der größten Änderungen eigentlich, dass du durch die Kämpfe eigentlich die meisten Punkte auch bekommen kannst. Wenn du kämpfst, wenn du viel machst, dann hast du einfach am meisten in den Friedensverhandlungen später. Deutlich mehr als durch Erobern von Gebieten. Deutsche Reich ist weg. The German Reich is gone. Müssen wir uns nur noch um ein paar Grenzläufer da kümmern, die sich noch hier irgendwie halten. Das dürfte aber nicht so schwer sein, hoffe ich mal. So, da noch Advanced Medium Airframe. Die Light haben wir schon, oder was? Advanced Small Airframe. Nu denn? Natürlich Cass. Einmal Cass. Zweimal Cass. Dreimal Cass.
Firma Cass. Packt der Motor das überhaupt? Angeblich. Radio Navigation. Dann diese Fuel Tanks. Und größerer Tank. Wo ist denn der Unterschied? Achso, die sind teurer im Produzieren. Na gut. Advanced Close Air Support Warframe. Das heißt, das Ding kommt weg. Wird durch den ausgetauscht. Oh, ich hasse mein Leben. So, Fighter können wir noch nicht machen, weil ich lasse da die Heavy Fighter drin. Aber gut. Die nächsten Schritte hier sind getan. Das haben wir alles entfernt. Es ist die Frage, machst du eine Naval Invasion? Oder versuchst du eine Naval Invasion auf eigene Faust? Ja, doch, muss ich. Die kommen da nicht durch. So, unsere Flotten erstmal alle dorthin. Sollte eigentlich klappen. Und glaub nicht, dass die mir die Zufahrt da blockieren. Brav. So mag ich das. So, ein paar Destroyer mit rein. Gut. Warum er der jetzt herkommt? Infanterieausrüstung fehlt. Artillerie haben wir genug. Kann man ein bisschen senken. Panzerproduktion. Wir haben jetzt aktuell Improved Light Tank haben wir eh schon drin. Okay. Jetzt ist nur die Frage, könnten wir den mal upgraden? Das lohnt sich nicht wirklich. Da warten wir noch ein bisschen. Tja. Ist nur die Frage. Wir machen. Ja, gut, wir müssen erst für die Friedensverhandlung abwarten. Einzige, was ich mir nur gerade überlege. Huch. Der ist auf alle Fälle fit. Aber was ich mir gerade überlege. Ob man jetzt nicht einfach der gesamten Erde den Krieg erklären könnte. Und die einfach alle den Mage, der Achse beitreten. Das wäre für uns eine relativ chillige Sache eigentlich. Wisst ihr, was ich meine? So, die würden, ich erkläre denen den Krieg und die treten jetzt alle automatisch eigentlich den Central Powers bei. Subdue the Sentinels. Gibt uns Kriegsgründe gegen Spanien und Ägypten bis 1947. ...14 Tage haben sie gebraucht. Let's go. Machen direkt weiter mit den Nachbarn. Ja, perfekt, wie ich es mir dachte. Treten automatisch alle den Central Powers bei. Idioten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wenn ich schon die anderen Gebiete nicht bekommen kann, dann machen wir es halt so. Ihr kommt für Ägypten bitte mit runter. Das ist cool. Saudi-Arabien hat mit allen Händchen halten irgendwie. Die Naval Invasion würde ich jetzt fast schon ein bisschen raus. Achso, okay, die machen automatisch immer eine neue Nation zu den Majors. Alles klar. Na dann, muss ich mir um nichts Gedanken machen, ne? Wenn hier eh jede Sekunde wieder jemand neues Major wird. So, Daniel ist auch fertig. Wir müssen quasi die Central Powers zu 100% auslöschen. Bevor wir irgendwie Erfolg haben können. Ach, der Jemen. O Jemini. Hat er nicht gesagt, oder? Ich verstehe nur nicht genau, was das Problem jetzt gerade ist. Vorher, mit dem BDB auch wieder im Krieg. Naja, gut. Ja, ich verstehe nicht, was das Problem ist. Ich kann mich da nicht durchbewegen. Military Access, Military Access.
Das, meine Freunde, ist jetzt allerdings doch ein größeres Problem. Da bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Das ist sogar ein sehr großes Problem. Ja. Das ist ein Problem, mit dem ich jetzt so nicht gerechnet habe. Und ich denke, das Klügste ist, wir müssen mal realistisch bleiben, mal wieder. Ich denke, eine offensive Verteidigung macht hier keinen Sinn. Ich denke, es macht mehr Sinn, hier defensive Verteidigungslinien einzunehmen. Ägypten! Glück habt ihr gehabt. Glück habt ihr gehabt, meine ägyptischen Freunde. Cancel mit. Ja, warte mal ganz kurz. Ja, das ist jetzt sehr schnell, sehr, sehr schnell eskaliert hier. Aber gucken, vielleicht können wir das Ganze kurz ausnutzen. Vielleicht sind die alle nicht vor Ort oder so. Vielleicht chillen die noch irgendwo, keine Ahnung, wo die chillen könnten. Aber vielleicht tun sie ja irgendwo chillen. Na, ganz kurz. Das ist jetzt dumm. Ach, weil die noch nicht im Krieg mit drin sind. Ja, schwierig. Schwierige Sache. Das Problem ist, jetzt könnte mich quasi gerade jeder verraten. Das macht auch keinen Sinn, hier offensiv zu verteidigen. Hier müssen wir auch defensiv verteidigen. Nicht hinterm Gebirge. Auf dem Gebirge. Ansonsten, ja. Ballern mal die Jungs da einfach mit hin. Greifen mal an. Hier ist gleiche Schauspiel. Und dann schauen wir, was passiert. Und der Verrat, ja, das geht jetzt natürlich relativ schnell, sofort. Wie man das halt so kennt. Armee 1. Armee 1. Warte mal ganz kurz, ich bin irritiert. Warum sind die beide Armee 1? Wo ist meine Verteidigungslinie, die ich hier gemacht habe? Okay, Planänderung. Hier gehört der dahin scheinbar. Brauchen halt dringend mehr Divisions jetzt, gell? So, ihr geht dorthin. Ihr habt ihr gerade scheinbar keine Aufgabe. Ihr geht mir dorthin. Löschen ist aber irgendwie nicht. Achso. Schauen wir mal, ob wir es irgendwie schaffen, da eine Verteidigung aufzubauen. So, da ist es hier so, dass die Sowjets uns eher zurückpushen. Jetzt haben sie die anderen Gauchos mit reingerufen. Das war ja zu erwarten. Da habe ich nur gedacht, da habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass es soweit ist. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, das Ganze zu pausieren. Ja, wir sehen uns nächste Folge wieder, Freunde. Ein paar mehr Divisionen rekrutieren, weil da fehlt jetzt wieder an Ausrüstung. Kotzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Tschüss.